Weil die auch erkennen, dass natürlich Handyparken wichtig ist heutzutage in der Digitalisierung und sich auch gefragt haben, warum möchten sie eigentlich Handyparken einführen? Also sie wollen ja auch Handyparken einführen, um auch von dem Bargeld wegzukommen. Weil das Bargeld-Handling am Parkschandomaten ist einfach teuer. Also ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf beim Destination Camp, oder wir besser gesagt. Ich bin der Vertriebsleiter von Parkstar in Deutschland. Und Parkstar ist eigentlich eine schwedische Firma, die fürs Handyparken steht. Also wir möchten dem Bürger, dem Parkenden, dem Nutzer eine attraktive und einfach zu nutzende Möglichkeit geben, wie er seine Parkgebühren bezahlen kann. Und das bieten wir bisher auch immer in Schweden an. Und ja, haben uns jetzt seit Anfang 2018 auch auf den deutschen Markt getraut und konnten jetzt seitdem schon einige tolle Referenzen auch sammeln. Ja. Also es ist sehr, sehr einfach. Wir haben uns, als wir nach Deutschland gekommen sind, überlegt, wie können wir das denn einfach machen für den Nutzer. Und dabei war uns ganz wichtig, dass wirklich eigentlich jeder Nutzer oder jede Person mit teilnehmen kann bei Parkstar. Und du musst die App runterladen, das ist korrekt. Die ist aber kostenlos. Und du registrierst dich einmalig bei Parkstar und gibst praktisch deine persönlichen Daten an, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die Adresse. Und das war es auch schon. Also du musst keine Bankdaten eingeben, keine Kreditkartendaten oder PayPal. Weil uns war wichtig, dass man wirklich die Hürde, die man irgendwie immer hat, wenn man eine App irgendwo runterlädt und sich registrieren muss, dass man die niedrig hält. Und wenn du das gemacht hast, also App runtergeladen, Daten eingegeben hast, kannst du eigentlich auch schon losparken. Und das Tolle ist, dass du bei uns auf Rechnung bezahlen kannst. Also wir sammeln die ganzen Parkvorgänge für den jeweiligen Nutzer und stellen ihm das dann per Rechnung, in Rechnung, besser gesagt. Ja. Also ich gehe mal kurz ein bisschen zurück in der Geschichte von Parkstar, wie Parkstar gegründet wurde. Der Henrik Hallgren, der hatte damals 2008 das Problem, dass er vom Automaten zum Beispiel stand, der hatte nicht das passende Kleingeld. Der Automat hat nicht funktioniert. Oder er war in einem Meeting und er konnte seinen Parkschein nicht verlängern, weil er konnte ja schlecht vom Meeting zurück zum Automaten laufen. Und sag ich mal, das ist eigentlich der große Vorteil. Also mit einer Parking-App kannst du praktisch bargeldlos bezahlen. Du kannst deine Parkzeit auch verlängern zum Beispiel. Und es ist auch einfach, ja, toll, wenn du in einem Auto sitzt, du kommst zum Parkplatz im Auto, direkt die Parkzeit lösen kannst und dann zu deinem Termin gehen kannst, zu deinem Ziel, wo du hin möchtest. Also es vereinfacht den gesamten Parkvorgang eigentlich, sage ich jetzt mal. Also wir sind gar nicht nur auf Parkhäuser fixiert, sondern es geht eigentlich generell um auch ganz normale Parkflächen im öffentlichen Raum. Also das klassische On-Street-Parken, wie man es so schön nennt, wo man sein Auto einfach die Straße hinstellt. Aber wenn natürlich auch ein Parkhausbetreiber dabei ist, können wir das auch abbilden. Und das können wir praktisch mit beschrankten oder unbeschrankten Parkhäusern abbilden, dass man auch da praktisch digital zahlen kann. Das geht auch. Also da machen wir keinen Unterschied. Das geht bei beiden Standorten. Der Tourismus ist für uns sehr, sehr wichtig auch, weil natürlich da sehr viele Gäste auch kommen, die auch einfach und schnell bezahlen möchten, wenn sie im Urlaub sind, sage ich jetzt mal. Und was uns wichtig war, ist, dass wir die Gästekarte ins System einbinden. Das heißt, es gibt kostenvergünstigte oder kostenlose Parkvorgänge, wenn du die Gästekarte hast. Und jetzt ist natürlich so, ich müsste jetzt mit der Gästekarte zum Automaten gehen und müsste die ranhalten oder einschieben. Und wir haben uns gesagt, hey, wenn wir Handyparken anbieten, also das Ganze digitalisieren, dann müssen wir natürlich auch die Gästekarte digitalisieren, beziehungsweise die Anbindung an die Gästekarte. Und das haben wir bisher sehr erfolgreich gemacht. Also Königssee ist Kunde von uns, dann Berchtesgaden, sage ich jetzt mal, die OATS mit der Allgäu-Walzer-Card zum Beispiel und einige mehr. Also wir sind da sehr, sehr erfolgreich, was das anbelangt im Tourismus. Weil die auch erkennen, dass natürlich Handyparken wichtig ist heutzutage in der Digitalisierung und sich auch gefragt haben, warum möchten sie eigentlich Handyparken einführen? Also sie wollen ja auch Handyparken einführen, um auch von dem Bargeld wegzukommen. Weil das Bargeld-Handling am Parkschandomaten ist einfach teuer. Und wir bieten halt mit unserer Lösung ein System, das wirklich das Bargeld, den Bargeldbestand reduziert am Parkschandomaten. Wir haben nach wie vor die physische Karte, also daran ändern wir auch nichts. Und du kennst es auch sicherlich, wenn du im Urlaub irgendwo warst, auf den Gästekarten steht ja meistens ein eindeutiger Code drauf. Und was wir einfach machen, ist, dass wir eine Schnittstelle haben zu dem Betreiber der Gästekarte. Und wenn der Gast, also wir fragen die Gästekartennummer ab und der Gast gibt seine Gästekartennummer ein und wir prüfen praktisch, ob die
korrekt ist die Gästekartennummer und ob die überhaupt für den Zeitraum freigeschalten ist. Und das machen wir. Wenn dann diese Nummer stimmt und korrekt ist, dann bekommt ihr vergünstigt oder kostenlosen Parkvorgang über die App. Also wir ändern nicht die Gästekarte an sich, sondern die bleibt physisch. Nur eben die Verbindung von der digitalen Welt in die physische Welt, das machen wir praktisch. Also was wir wirklich sehen ist, dass mit einem erfolgreichen Handyparksystem, also ich kann jetzt für meine oder für unsere Branche sprechen, wird es einfach über kurz oder lang so sein, dass man immer mehr Automaten abbaut, Parkscheinautomaten vor allen Dingen. Aber auch, wo wir sehen, wir kommen ja aus Schweden und in unserem Heimatmarkt ist es so, dass die meisten Parkhäuser bereits schrankenlos funktionieren. Und das ist eigentlich der Weg, den wir sehen, wo die Reise hingeht, einfach um Hardwarekosten, das heißt Beschaffung der Schranken, Parkscheinautomaten einzusparen, aber auch Servicekosten. Das heißt, du musst ja die Automaten warten, Schranken warten. Das ist, wo ich wirklich Einsparpotenzial sehe, wenn du etwas digitalisierst. Also da sehe ich auf jeden Fall eine große Zukunft für solche Systeme, die da attraktiv für den Nutzer sind. Ja.